Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe heute die Bucherscheinungen erstes Quartal 2022 für euch. Ich muss mir mal überlegen, wie ich das in den Titel packe, weil so wie es sich gerade angehört hat, hört es sich kacke an. Ja, ich möchte euch die Bücher vorstellen, die im ersten Quartal von unserem neuen Jahr 2022 erscheinen werden und auf die ich mich sehr, 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 sehr freue. Und ich würde sagen, ich bin mit Notizzetteln und meinem Handy bewaffnet. Es wird jetzt direkt mit dem ersten Buch gestartet und das wäre Where the Clouds Move Faster von Katinka Engel. Das hat auch den Grund, warum ich es als erstes nenne, weil ich gerade den ersten Band beendet habe und es mir gerade so wirklich bei meiner Zusammenstellung so komplett präsent im Kopf war. Den ersten Band habe ich mit Evie von Bookilicious, Steffi von Stephanie Nicole, Jenny von Bookido, Lisa von Ruby Red Books und Maren von Reading with Maren zusammengelesen. Wir haben so eine kleine Leserunde gegründet und also zumindest für das Buch gegründet und haben den ersten Band zusammengelesen, waren davon aber eher so semi-begeistert, weil wir die Handlungen von Fiona, der Protagonistin, nicht so ganz nachvollziehen konnten. Aber im dritten Band geht es nicht um Fiona, sondern um ihre Schwester Effie. Und ich lese euch jetzt einfach mal den Klappentext vor. Normalerweise würde ich jetzt den Klappentext zu Band 1 vorlesen, aber der Klappentext von Band 3 ist spoilerfrei, was die ersten beiden Bände betrifft. Deshalb kann ich es euch auch einfach jetzt vorlesen. So. Effie ist immer guter Laune, doch jedes Jahr zu ihrem Geburtstag wird sie von einer tiefen Traurigkeit geplagt und zieht sich in ein kleines Cottage an der Küste zurück. Aber in diesem Jahr ist bereits ein Gast dort und der weigert sich, nach einer anderen Bleibe zu suchen. Spontan beschließen die beiden, sich falsche Namen zu geben und ein paar Tage gemeinsam zu verbringen. Durch die Anonymität können sie einander viel mehr anvertrauen, als es ihnen sonst möglich gewesen wäre. Bis sie zurück in ihr normales Leben müssen und ihre Traumblase zu zerplatzen droht. Ja, Effie war mir eigentlich auch im ersten Band super sympathisch und wir haben noch so Späßchen drüber gemacht. Die Schwestern heißen Fiona, Nessa und Effie. Und irgendwie hatten wir so das Gefühl, dass es eine Hommage an die Schwestern von Ein Reich der Sieben Höfe ist, weil Fiona Farrah, Nessa Nesta, Effie Elaine. Alles die gleichen Anfangsbuchstaben, auch die Charakterzüge sind irgendwie gleich. Nessa ist halt so ein Haut drauf, Fiona ist so, ja, ich nenne es mal normal und Effie, das muss ich gerade überlegen, Effie ist halt so der Sonnenschein. Ja, irgendwie hat das gepasst. Das nächste Buch habe ich in der Programmvorschau des Verlags gesehen und ich werde jetzt nicht groß drum herum reden. Es handelt sich um Amanda Joyce, A River of Royal Blood, das am 16.02.2022 erscheint. Tut mir leid, wenn ich das alles ablesen muss, aber ich kann mir nicht alle Daten merken. Es sind nämlich ein paar Bücher, die ich euch heute vorstellen möchte. Ja, das Cover ist zwar nicht so zu 100% meins, aber der Titel klang irgendwie vielversprechend und deshalb habe ich mir auch den Klappentext durchgelesen und der hat mich dann final auch überzeugt, dass ich das Buch auf jeden Fall lesen möchte und es euch auch vorstellen möchte. Ich lese euch jetzt den Klappentext vor und dann wisst ihr auch warum. Zwei Schwestern, ein Thron und ein grausamer Wettkampf. Früher war ihre große Schwester Isa alles für Eva. Ihre beste Freundin, ihre Lehrerin in Hofetikette und ihre Beschützerin. Kurz vor ihrem 17. Namenstag sind die beiden nur noch eins füreinander, Rivalinnen. Denn ihre Vorfahrin Rhaena, die erste Menschenkönigin von Myra, hat eine grausame Tradition ins Leben gerufen. Wie sie selbst damals sollen auch die zukünftigen Königinnen sich den Weg auf den Thron erkämpfen. Während Isa Licht und Gedanken manipulieren kann, fürchtet sich Eva vor ihrer Blut- und Knochenmagie, einem weiteren brutalen Erbe von Rhaena. Doch wenn sie überleben will, muss sie ihre Angst hinter sich lassen und die Gefühle für ihre Schwester. Ja, da ich ja selbst eine Schwester habe und wir Zwillinge sind, fand ich das sehr strange und sehr ergreifend, so den Gedanke, du musst gegen deine eigene Schwester antreten und einer von euch wird hops gehen.
nicht so cool, aber auf jeden Fall freue ich mich auf das Buch und ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen schmackhaft machen. Das nächste Buch habe ich tatsächlich schon vorbestellt. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich eine Januar-Kaufverbot-Challenge mit meinen Mädels am Laufen. Aber wir haben gesagt, Gutscheine und Vorbestellungen zählen. Deshalb habe ich das Buch auch in der Bücherbüchse vorbestellt. Ich habe nämlich den ersten Band davon bei der lieben Nella von Märchenhaftes gewonnen. Das bringt sie mir auch am Wochenende mit. Und das hat halt einen farbigen Buchschnitt. Dann habe ich überlegt, ja, wenn jetzt Band 2 rauskommt, dann möchte ich den eigentlich auch im farbigen Buchschnitt haben. Und deshalb habe ich ihn jetzt vorbestellt. Ich spreche nämlich von Nena Tramontanis Cards of Love 2, das am 8.3.22 erscheint. Und ich weiß eigentlich gar nicht so genau, um was es geht, aber ich habe schon sehr, sehr, sehr viel Positives davon gehört und das halt auch von Menschen, die meinen Geschmack eigentlich in der Regel teilen. Von daher, ja, es geht um Magie, es geht um Mystik. Ich gehe mal einfach davon aus, dass es mir gefällt und ich lese euch jetzt mal noch schnell den Klappentext vor. Giulietta ist gerade mit der Schule fertig und weiß nicht, was sie mit ihrem Leben anstellen soll. Einzig das Leben von Tarotkarten bereitet ihr Freude. Sie ist am Boden zerstört, als ihr Vater, den sie über alles liebt, angeblich bei einem Unfall in Venedig ums Leben kommt. Ausgerechnet in der Stadt, von der ihr Vater sie immer fernhalten wollte. Giulietta zieht trotz seiner Warnung nach Venedig. Sie kommt im Grand Hotel ihres Onkels Vincenzo unter und merkt schnell, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Wer sind die seltsamen Schauspieler, die so großes Interesse an ihrer Tarotkunst haben? Und wer der mysteriöse Malvolio, der ihr seine Hilfe anbietet? Ja, Venedig mag ich sowieso sehr, sehr gerne. Ich denke, die Geschichte wird oder verspricht sehr viel Spannung, sehr viel Mysteriöses. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass es so in die Richtung, sie kann mit ihren Tarotkarten die Zukunft beeinflussen geht. I don't know. Ich lasse mich überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr auf dieses Buch. Am 16.03.22 bringt der DTV-Verlag auch noch ein Buch raus, das mich angesprochen hat. Und zwar spreche ich von Carry Me Through the Night von Leonie Lastella. Von der Autorin habe ich bisher noch gar nichts gehört, aber das muss ja nichts heißen. Das Cover, wie ihr seht, ist wieder zu 100% meins. Es hat mich vielleicht auch deshalb angesprochen oder vielleicht habe ich auch deshalb drauf geklickt und geguckt, um was es überhaupt geht. Aber ja, ich bin halt einfach ein Cover-Opfer. I'm so sorry. Not sorry. Ja, ich erzähle euch jetzt mal, um was es geht. Man kann sich nicht aussuchen, an wen man sein Herz verliert. Auf einem Stipendiatenempfang der Berkeley-Universität, schweres Wort, trifft Autumn auf Ryan. Seine geheimnisvolle Art zieht sie magisch an. Obwohl ihre oberste Regel lautet, verschenke nie dein Herz, denn Gefühle machen angreifbar. Trotzdem flirtet sie mit Ryan, trotzdem kommen sie sich immer näher. Was unverbindlich beginnt, wird schnell eine emotionale Achterbahnfahrt, bis Ryan von einem auf den anderen Tag spurlos aus Autumns Leben verschwindet und ihr Herz damit bricht. Doch als sie ihn zufällig wieder trifft, muss sie erkennen, dass sich nichts an ihren Gefühlen für ihn geändert hat. Aber kann sie Ryan wirklich verzeihen, dass er sie geghostet hat? Und was steckt hinter seinem Verschwinden? Ja, finde ich irgendwie mega interessant, mal ein Buch über das Ghosten zu lesen. Ich gehe mal davon aus, jedem ist das irgendwann im Leben mal passiert. Und ja, es fühlt sich nicht gut an und ich bin gespannt, ob das Buch mich dann auch emotional catchen kann. Dann kommen wir zu einem Buch, das mein Herz direkt höher schlagen lässt, weil ich die ersten beiden Bände davon so geliebt habe und auch direkt hintereinander weggesuchtet habe. Ich spreche nämlich von A History of Us, nur drei kleine Worte, von Jen DeLuca. Das erscheint am 15.02. und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich es schon vorbestellen soll, damit ich es direkt am Tag des Releases lesen kann, weil es einfach eine Reihe ist, die mir total ans Herz geht. Es geht um Mittelaltermärkte, es geht um Cosplay so ein bisschen. Es geht um Liebe, es geht um eine Familiengeschichte und der dritte Teil wird sich um Mitch drehen. Um Mitch und April, genau. Ich kann euch auch den Klappentext vorlesen, weil er die ersten beiden Bände nicht spoilert.
Ansonsten würde ich euch, wie gesagt, wieder den Klappentext von Band 1 vorlesen, aber muss ich in diesem Fall nicht. Alles beginnt mit nur drei kleinen Worten. Spiel meine Freundin. Daraufhin bleibt April Parker erstmal der Mund offen stehen. Hat Mitch Malone, der begehrteste Junggeselle von Willow Creek, gerade allen Ernstes vorgeschlagen, dass sie sich als seine Freundin ausgibt, nur um seine Verwandten bei der nächsten Familienfeier davon abzuhalten, über seinen unsteten Lebenswandel zu meckern? Das Ganze kommt ihr absurd vor. Schließlich ist April deutlich älter als Mitch, aber sie lässt sich darauf ein. Für einen Freund ihrer kleinen Schwester kann sie einen Abend opfern. Nur wird aus einem Abend plötzlich ein Wochenendtrip. Und im Laufe dieser zwei Tage verschwimmt die Grenze zwischen dem, was echt und dem, was nur gespielt ist. Und dass April dann auch noch das erste Mal beim Willow Creek Mittelalterfestival mitmacht, bei dem Mitch jedes Jahr als Highlander auftritt, wird alles noch verwirrender. Denn Mitch im Kilt ist ein Anblick, dem selbst die stärkste Frau kaum widerstehen kann. Ja, und wer die ersten beiden Bände gelesen hat, der kennt die Beschreibung von Mitch sehr, sehr gut. Und ich glaube, das wird wieder mega, mega lustig. Dann kommen wir nochmal zu einem dritten Band einer Reihe. Und zwar spreche ich von Someday, Someday von Emma Scott. Das erscheint am 28.01., also jetzt quasi schon nächste Woche. Ich freue mich schon sehr. Ich habe nämlich im Januar jetzt, ja, ich muss überlegen, den ersten Band der Reihe gelesen und möchte eigentlich mit der Ivy auch noch den zweiten Band lesen. Vielleicht können wir den zweiten und den dritten dann so direkt hintereinander lesen, muss ich mal mit ihr sprechen. Wobei ich ja eigentlich im Januar ein Buchkaufverbot habe. Aber wenn wir so Ende Januar mit dem zweiten Band anfangen und ich dann den dritten im Februar, so am 1. Februar, so zwei Tage nach Release kaufe, dann würde das gehen. Ja, man kann sich alles schön reden. Aber egal. Ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor. Max hat es geschafft, oder Max, von der Straße wegzukommen und sich ein ganz neues Leben aufzubauen. Der Job als Pfleger für Pharma-Mogul Edward Marsh scheint ein Glücksfall zu sein. Doch Max hat nicht mit dem Netz aus Geheimnissen gerechnet, das die Familie Marsh umgibt. Und noch weniger mit Silas Marsh, Erbe des Pharma-Imperiums und so kalt wie Eis. Aber Max sieht den Schmerz und den Selbsthass in seinen Augen, sieht, wie er sich verzweifelt gegen die Gefühle wehrt, die zwischen ihnen aufkeimen. Doch nur wenn Silas zu seinem wahren Selbst steht, hat ihre Liebe eine Chance. Das wäre, glaube ich, jetzt das erste Mal ein Buch, falls Max wirklich ein Junge ist, wovon ich jetzt ausgehe, dass ich ein Buch mit zwei männlichen Protagonisten lese. Ich habe auch erst einmal ein Buch mit weiblichen Protagonisten gelesen. Nicht, weil ich das nicht mag, aber irgendwie hat es sich nie ergeben. Ja. Und das andere Buch mit den zwei Mädels war nämlich Love with Pride von meiner Freundin Lea. Props gehen raus. Ich verlinke euch das Buch natürlich auch gerne unten in der Infobox. Support ist kein Mord. Schaut es euch gerne mal an. So, kommen wir zum nächsten Band. Ich muss mal gucken, welchen Zettel ich noch nicht hatte. Ja, der nächste Band ist auch ein Finale einer Reihe. Machen wir den Hattrick einfach mal voll. Nein, nicht der Finalband, der dritte Band einer Reihe, weil hier wird es noch einen vierten geben. Und zwar spreche ich von Boston Bells Monsters von L.J. Sheen, das am 25. oder der am 25.02.2022 erscheinen wird. Ja, wer L.J. Sheen kennt, weiß, dass es meistens um irgendwelche Bad Boys geht und um Mädels, die sich genau auf die einlassen. In dem dritten Band wird es um Aisling gehen, die kennen wir bereits aus den Bänden zuvor und sie war eigentlich auch eine meiner liebsten Protagonisten, wenn ich das so sagen darf. Ich lese euch einfach den Klappentext vor und dann wisst ihr vielleicht auch, um wen es geht, falls ihr die ersten Bände gelesen habt. Aisling Fitzpatrick ist nach außen hin die perfekte Prinzessin der Bostoner High Society, aber hinter der makellosen Fassade versteckt sie ihre dunkle Seite, die sie seit Jahren nach Sam Brennan sieht. Die sich seit Jahren nach Sam Brennan sehnt, dem gefürchteten und mächtigen Mafia-Boss von Boston. Sam sieht in Aisling jedoch nicht mehr als die Tochter seines wichtigsten Klienten, der ihn großzügig dafür bezahlt, die Finger von ihr zu lassen, bis Aisling sich eines Nachts alles auf eine Karte setzt. Ach, ich kann euch nicht lesen. Um Sam für sich zu gewinnen. Doch kann die Prinzessin das Monster wirklich dazu bringen, sie zu lieben? Wir werden es erfahren. Am 2. Februar 2022... Ich glaube, einer der beliebtesten Tage für eine Hochzeit, 2.2.22, ja, erscheint allerdings auch noch ein ganz, ganz tolles Buch, das auch
das Thema Liebe beinhaltet, gehe ich einfach jetzt mal von aus, weil die Autorin sehr, sehr gerne Liebesgeschichten schreibt. Ich spreche nämlich von Colleen Hoover und das Buch heißt Für immer ein Teil von dir. Wer mich kennt, weiß, dass ich Colleen Hoover sehr, sehr mag. Ich habe Verity gemocht oder geliebt. Ich habe Layla geliebt. Ich habe Will und Liken geliebt. Ich habe All das Ungesagte zwischen uns geliebt. Ich habe so, so viele Bücher von ihr hier im Regal stehen. Sie gehört auch, denke ich, in die Top 10 meiner meisten Bücher eines Autoren oder einer Autorin-Liste. Ihr wisst, ich habe für alles Listen. Ja, und ich erzähle euch mal, um was es in dem Buch geht. Nur die Erinnerung bleibt. 5 Jahre nach dem tragischen Unfalltod ihrer großen Liebe Scott kehrt Kenna an den Ort des Geschehens zurück. Ihr einziger Wunsch, endlich ihre 4-jährige Tochter Diam, die bei Scotts Eltern lebt, in die Arme zu schließen. Gleich am ersten Abend trifft sie auf Fletcher, den ersten Mann, zu dem sie sich seit Scotts Tod hingezogen fühlt. Und er sich umgekehrt auch zu ihr. Doch dann stellt sich heraus, dass Fletcher Scotts engster Freund seit Kindertagen war. Und dass er geschworen hat, dass die ihm unbekannte Mutter, die Schuldige am Tod seines Freundes, niemals eine Rolle in Diams Leben spielen wird. Es klingt schon danach, dass es mir das Herz brechen wird. Aber ich liebe es. Das nächste Buch wird ja, ein Saarlandbuch, nenne ich es mal, weil es von der lieben Ava kommt, die kommt ja auch aus Saarbrücken hier. Und sie hat eine neue Reihe geschrieben, wovon jetzt der erste Band erscheinen wird. Und zwar spreche ich von der Whitestone Hospital Reihe. Der erste Band heißt High Hopes und erscheint am 17.03.2022. Wie der Titel vielleicht schon verrät, geht es um ein Krankenhaus, um verschiedene Geschichten, die sich innerhalb dieses Krankenhauses oder unter dem Personal vielleicht entwickeln. Ich weiß es gar nicht so genau. Der Klappentext verrät nicht, wie es weitergeht, verrät wirklich nur, was im ersten Band geschieht. Sprich, ich gehe mal davon aus, dass man die Bücher auch getrennt voneinander lesen kann. Willkommen im Whitestone Hospital. Dramatische Liebesgeschichten und bewegende Schicksale. Fügen Sie bitte hier dramatische Musik ein. Laura Collins hat es geschafft. Ihr größter Wunsch geht in Erfüllung, als sie eine Stelle an einer der angesehensten Kliniken des Landes ergattert. Am Whitestone Hospital in Phoenix ist Laura eine der neuen Assistenzärztinnen und erkennt schnell, dass sie für ihren Traumjob an ihre Grenzen gehen und alles geben muss. Nicht nur lange Arbeitszeiten, wenig Schlaf, schwere Entscheidungen und Patientinnen, denen sie nicht helfen kann, warten auf sie. Auch Dr. Nash Brooks, der junge Stationsarzt, kompetent, attraktiv, ein Einzelgänger und absolut verboten. Ja, klingt so ein bisschen Grey's Anatomy-mäßig. Ich bin gespannt. Ich mag ja solche Dinge. Das nächste Buch, das ich euch gerne vorstellen möchte, habe ich bereits über die Chest of Fandoms Sonderbox vorbestellt. Die soll eigentlich im Februar geliefert werden. Sei mal dahingestellt. Wie gesagt, das ist die letzte Box, die ich von dort noch erwarte. Und dann muss schon wirklich was Grandioses kommen, dass ich dort noch meine Box bestelle. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Das habe ich euch in diesem Video hier oben schon mal erklärt, warum das so ist. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ansonsten würde ich euch jetzt gerne das Buch vorstellen, das ich vorbestellt habe. Und zwar ist das Schattenthron, Erbin der Dunkelheit, der erste Band von Beryl Keriba. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, wird im Carlsen Verlag erscheinen, ist, glaube ich, auch ihr Debütroman. Auf jeden Fall hat das Buch in der Vorbestellung oder in der ersten Auflage einen wunderschönen Buchschnitt. Leute, ihr kriegt mich einfach mit Buchschnitten, es ist so. Ich bin nicht nur ein Coveropfer, ich bin auch ein Buchschnittopfer. Ja. Ich erzähle euch jetzt mal, um was es geht. Hüte dich vor den Geheimnissen des Kronprinzen. Kaya hat keine Vergangenheit, keine Erinnerungen, keine Familie. Nichts außer Arian, der sie einst von den Straßen geholt und bei sich aufgenommen hat. Doch bevor sie ihrem besten Freund sagen kann, was sie wirklich für ihn empfindet, wird seine Seele von einem Schattenelfen gestohlen und er bleibt als Hülle zurück. Um ihn zu retten, reist die 18-Jährige ins Reich der Schatten, wo sie sich inmitten eines uralten Krieges wiederfindet. Das, was Kaya dort über sich erfährt, bringt alles ins Wanken, an das sie bisher geglaubt hat. Sie muss erkennen, dass sie niemandem mehr vertrauen kann, nicht einmal sich selbst und ihren eigenen Gefühlen. Gerade wenn es um den mysteriösen Kronprinzen Ilias geht, der seine ganz persönliche Mission verfolgt. Dum, dum, dum.
klingt wieder so ein bisschen nach so einem Love Triangle. Bin gespannt, wo das Ganze hinführt. Das nächste Buch freue ich mich, glaube ich, von allen am allermeisten, weil es der zweite Band einer Reihe ist, von der ich den ersten Band absolut geliebt habe und wo der erste Band dann auch mein Jahreshighlight 2021 war oder in der Top 5 meiner Jahreshighlights. Ich habe es euch in diesem Video auch schon gezeigt. Ich spreche nämlich von Blood and Ash von der Göttin Jennifer L. Armentrout. Ja, Flesh and Fire ist der zweite Band. Der kommt am 8.3.2022 auf den Markt und ich werde mir den Tag dick und fett rot im Kalender eintragen, in der Hoffnung, dass das Buch dann auch kommt. Ich habe es nämlich auch bei der Chest of Phantoms in der Sonderedition vorbestellt. Nicht in der Box, aber in der Sonderausgabe mit veredeltem Buchschnitt. Und ich habe so Angst, dass es erst gefühlt im April kommt. Ich werde weinen, wenn jeder dieses Buch schon vor mir lesen kann und ich noch nicht, weil ich wieder so dumm war, es dort zu kaufen. Drückt mir bitte alle die Daumen. Ich erzähle euch jetzt auch noch ganz schnell, um was es in der Reihe überhaupt geht. Ich muss euch aber den Klappentext zu Band 1 vorlesen, weil ich sonst spoilern würde, weil ich sonst nämlich das Finale des Bandes, des ersten Bandes, spoilern würde. Ja. Poppy ist eine Auserwählte. Wenn sie den Segen der Götter erhält, wird sie die einzige sein, die ihre Heimat vor dem Angriff des verfluchten Königreiches retten kann. So will es die Tradition, so will es das Gesetz. Das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, geschweige denn mit ihr sprechen oder sie berühren. Eines Tages wird der attraktive Hawk mit den goldenen Augen, dem frechen Grinsen und den provokanten Sprüchen Poppys Leibwache zugeteilt. Und sie merkt, dass es in ihrem Leben so viel mehr geben könnte als nur ihr Amt. Dass sie ein Herz hat, eine Seele und die Sehnsucht. Das nächste Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist auch der Auftakt zu einer Reihe. Annabel Steel hat eine neue Reihe auf den Markt gebracht. Ich habe ja bisher nur Breakaway von ihr gelesen, was mich nicht so ganz überzeugt hat. Also nicht von ihrem Schreibstil her, der war nämlich total schön, aber die Geschichte hat mich irgendwie nicht gepackt. Konnte mich emotional nicht mitreißen und die Protagonisten habe ich irgendwie auch nicht gemocht. Verzeiht's mir. Aber ich habe ganz große Hoffnungen in die neue Reihe, weil die Story mich jetzt schon total fasziniert. Ihre neue Reihe heißt Worlds Collide. Der erste Band kommt am 17.03.2022 auf den Markt und es geht um YouTube. Vielleicht interessiert es mich deshalb so, I don't know. Ich erzähle euch jetzt mal, um was es geht. Wieder eine Fiona. Sie hat es geschafft. Sie ist eine der erfolgreichsten Beauty-YouTuberinnen Englands, reist von Event zu Event und wird schon bald eine eigene Make-up-Linie herausbringen. Aber ihr Leben war nicht immer glamourös. Jetzt muss ich an Tamatoa denken von Vaiana. Weiter im Text. Aufgewachsen in einer finanziell schwachen Familie, nutzt sie ihre Reichweite, um anderen zu helfen. Ihr gutes Image gerät ins Wanken, als YouTuber Damien einen Skandal aufdeckt, in den Fiona unfreiwillig verwickelt ist. Bei einer Convention will sie ihren guten Ruf retten, doch dann sitzt bei einem Panel ausgerechnet Damien neben ihr. Dum, 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 dum. Ja, Panels kenne ich ja auch von diversen Fantasy-Conventions, auf denen ich war, also ich weiß, wie es da zugehen kann. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, 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 sehr spannenden Buch und ich freue mich auch schon sehr drauf. Bis März ist halt leider noch ein bisschen, aber wie ihr bereits gesehen habt, kommen ja in der Zwischenzeit noch sehr viele gute Bücher auf den Markt. Jetzt ist beim letzten Buch natürlich noch der Akku hergegangen. Ja, ich habe jetzt schnell den Akku gewechselt und erzähle euch jetzt noch schnell etwas von dem letzten Buch, das ich euch vorstellen möchte. Und zwar habe ich das in einer Instagram-Story bei jemandem gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, bei wem es war. Aber sie hat so davon geschwärmt und hat mir so richtig Bock auf dieses Buch gemacht. Ich spreche von Entora von Ella C. Schenk. Das kommt ebenfalls am 2.2.22 auf den Markt und ist eine Fantasy-Geschichte. Das Cover ist tatsächlich so ein bisschen nichtssagend. Und ich weiß auch nicht, ob ich im Geschäft danach gegriffen hätte, weil es jetzt kein Cover ist, wo ich gedacht hätte, oh, ich muss unbedingt schauen, um was es da in dem Buch geht. Aber da meine Bookstagram-Kollegin so darüber geschwärmt hat, dachte ich,
packen wir es mal auf die Liste. Es geht um vier Hexenschwestern, was mich einerseits ein bisschen an Sister of the Night, Moon, Stars erinnert, aber auch so ein bisschen jetzt an Lady of the Wicked. Ich mag ja so Hexengeschichten. Ja, bin mal gespannt, wie es mir gefallen wird. Ich erzähle euch auf jeden Fall jetzt mal, um was es geht. Sei dir bewusst, dass alle Geschichten, die man dich gelehrt hat, falsch und erlogen sind. Die wahre Geschichte ist eine andere, eine brutalere. Vier Hexenschwestern werden ins dunkle Königreich geschickt, um die arrangierte Bluthochzeit zwischen dem Kronprinzen und der Prinzessin aus dem finsteren Tal zu verhindern. Eine Verbindung, die niemals eingegangen werden darf, da Entaur sonst gänzlich in Dunkelheit zu ersticken droht. Mithilfe ihrer Magie sollen die Hexen versuchen, dem Kronprinzen den Kuss des Todes einzuhauchen. Allerdings gerät ihr Auftrag ins Wanken, da es scheint, als ob die Königsfamilie tief in ein grausames Schicksal verstrickt ist. Zu allem Überfluss entpuppen sich der Prinz und sein Bruder auch noch als äußerst charmant und anziehend, sodass Gefühle aufkeimen, die völlig fehl am Platz sind. Doch schon bald müssen die Schwestern feststellen, dass das ihre geringsten Probleme sind, denn sie geraten zwischen die Fronten dreier Göttinnen und mitten hinein in eine Fehde, so uralt von Rach geprägt, dass die Vernichtung Entaurs nahesteht. Ja, klingt für mich sehr, sehr, sehr spannend und kommt definitiv auf meine Leseliste für das neue Jahr. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich euch heute für das erste Quartal vorstellen wollte. Es gibt natürlich noch so, so viel mehr. The Undercover Bridesmaid, Midnight Chronicles 4, The Secret Book Club hat auch noch eins auf der Frühjahrsliste, The Reason of Love, Swimming in Light. Es gibt noch so, 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 so viele. Aber ich musste mich halt jetzt auch einfach auf ein paar festlegen, auf die ich mich besonders freue. Ich würde sagen, ich höre jetzt aber auch auf zu babbeln. Das Video wird schon wieder lang genug und ich habe genug von eurer Zeit beansprucht. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, egal wann ihr das Video schaut. Hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr von mir nichts verpassen wollt, schaut doch auch gerne bei Instagram vorbei. Da bin ich unter canis_art_books zu finden. Aber ihr findet meine ganzen Adressen auch wieder unten in der Infobox. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag und sage Tschüss!